Action, Schießereien, kaum Horror, kaum Survival. Das waren so die Merkmale der letzten Resident Evil Spiele, also Resident Evil 5 und 6. Jetzt mit dem siebten Teil hat Capcom endlich wieder zurück zu den Wurzeln der Resident Evil Reihe gefunden. Das Fauxpas mit Resident Evil 4 und Resident Evil 5 und Resident Evil 6, das verraten wir der Endrode mal nicht, aber was man ihr sehr gerne zeigen kann, das ist mein neuestes Let's Play und damit begrüße ich euch recht herzlich zu Let's Play Resident Evil 7 Biohazard. Ja, ich bin aufgeregt, ich sag's jetzt, ich freue mich. ja, wir haben jetzt zwar Resident Evil 2 jetzt komplett durchgespielt und das war ja auch wieder kompletter Survival-Horror, aber trotzdem ist Resident Evil 7 ja, wieder ein anderes Spiel, weil mit Resident Evil 7 wurde ja wieder ein komplett neuer Story-Zweig eröffnet mit neuen Charakteren und ja, zudem ganz neu spielt man das Spiel auch in der First-Person-Perspektive, aus der Ego-Perspektive. Das kam nicht bei jedem gut an, aber ich glaube, bei den meisten kam es sehr gut an. Auch ist das wieder sehr, sehr gruselig, das Spiel. Auch das wurde teilweise kritisiert, unter Anführungszeichen. Aber ich finde, so genauso muss ein Resident Evil 7 sein. Ja, wie gesagt, eine komplette neue Story. Es ist jetzt keine typische Resident Evil Story mehr. Also nicht mit Zombies, Umbrella und so weiter. Also Umbrella doch schon vielleicht, aber ist jetzt nicht im Vordergrund. Und hat einen komplett frischen Wind in die Resident Evil Reihe hineingeweht und ja, wie gesagt, es ist ein Survival Horror Wind, von dem her, das kann ich jetzt schon mal sagen, ist das Spiel genial. Ja, mal kurz die Fakten. Ja, Resident Evil 7 wurde von Capcom natürlich entwickelt und gepublished natürlich auch, wurde am 24. Januar 2017 veröffentlicht. Es handelt sich wieder um ein Survival-Horror-Game. Es ist für mich nicht blind. Ich kenne das Spiel schon, wobei es schon etwas her ist, wo ich es durchgespielt habe. Und die DLCs kenne ich aber dafür noch gar nicht. Und das ist, ja, das ist das erste Spiel, das mit der hauseigenen RE-Engine entwickelt wurde. Das ist vielleicht auch noch interessant anzumerken. So, ja, so viel dazu. Resident Evil 7. Ich habe immer noch Gänsehaut. Vor allem bei dieser Einleitungssequenz, die wurde so gut gemacht, finde ich. Auch der Track, der dazugehörige Track, Don't Tell Androdi, glaube ich, heißt das, finde ich auch sehr passt zu dem Game, besonders wenn man dann die Story kennt und die Lyrics sich ansieht von diesem Lied, passt es auch sehr gut. Und ja, ich würde sagen, ich will gerade lange rumquatschen, wir fangen es einfach mal an. Das hat Inhalt, okay. Genau, fortsetzen. Deswegen, ich habe es kurz mal getestet, ob mit der Aufnahme alles passt und bla bla bla. Funktioniert super. Ja, jetzt muss ich noch kurz noch schauen. So, Aufnahme läuft. Mikrofon schlägt aus, Headset schlägt aus. Das heißt, das müsste eigentlich alles funktionieren. Ja, liebe Leute, ich will gerade lang um den heißen Brei rumreden. Wir fangen einfach an. Neues Spiel. Und wir spielen auch normal. Dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht, ich komme bald nach Hause. Yay! Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schick dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Ethan. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht,
Versuch mich nicht! Hallo? Hey, hier ist Ethan. Oh hey, alles in Ordnung? Du warst auf einmal verschwunden? Ja, ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie ist zurück. Sie wurde gefunden? Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja, ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi. Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Oh, da können wir uns schon umsehen, genau. Grafik ist ja auch so schön. Zumindest in der Sequenz, die gerade war. Genau, wir schlüpfen in die Rolle von Ethan Winters, der hier wohl auf der Suche nach seiner Frau ist, die wohl schon seit 3 Jahren verschwunden ist, wohl auch schon für tot erklärt wurde. Und die wir auch schon gesehen haben, ist in der Einleitungssequenz. Hier sollte es sein. Mhm. Sehen wir uns mal um. Wir haben eine Karte, sehr gut. Ja. Die Frau von Insekten, die können sich gleich mal schleichen. Die Frau von Ethan Winters ist Mia Winters. Bildungsweise ansehen. Mia finden. So, Akten. Genau, Mia eben, so heißt sie. Ups, sollte ich nicht. Da haben wir schon ein Haus. Und ja, dieser Videobotschaft sagte sie ja, wir sollen nicht nach ihr suchen. Trennant hat sie jetzt eine Info erhalten, dass wir sie doch suchen sollen. Mal schauen. So. Hier ist eine Tür. Kommen wir da rein. Sieht mal nicht so aus. Sie, genau, die Tür ist rot markiert. Sehr gut. Klingeln wir einfach mal an. Hallo? Verdammt! Einmal probieren wir es noch. Okay, glaub. Da meldet sich keiner. Gut, dann schauen wir mal weiter. So. Ja, wir sind hier anscheinend in Louisiana. Einen genauen Ort habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Mit Schiff können wir laufen, aber wir machen das ganz entspannt, solange es noch entspannt ist. So, was haben wir denn hier? Da ist ein Van. Simplicon. Das war... Simplicon ist eine Firma, die auch irgendwie bei der Entwicklung von Resi 7 involviert war, aber ich weiß gerade nicht, was die jetzt genau gemacht haben. So. Hier haben wir wohl eine Zeitschrift. See Your Gators Episode 17, Projektvorschlag, in ein Geisterhaus von Louisiana schleichen. Okay, das scheint wohl so ein Geisterjäger-Team zu sein. Vielleicht auf YouTuber unterwegs, aber nicht recht viele Abonnenten. Schließ dich uns an, join us, okay. Kann man noch irgendwas machen? Sieht nicht so aus. Mitnehmen kann man es auch nicht, nur lesen, okay. Schließ dich uns an, das klingt schon wieder mal nicht sehr gut. Nimm ihre Gabe an, accept her gift. Das ist nicht sehr einladend. Da haben wir wieder ein paar Insekten. So. Da ist jemand. Okay. Der ist auf jeden Fall jetzt weg. Wir haben einen Fluss. Da sind irgendwo Krähen.
die hier hinten, glaube ich, gerade gelandet sind. So. Das sieht nicht gut aus. Okay. Sind das Beine von irgendwas? Ich will es gerade wissen. Okay. Hocken mit C. Aufstehen mit C. Okay. Spätestens da würde ich jetzt umdrehen. Da. Hier haben wir wieder eine schöne Pfütze. Wir werden das Gesicht von Ethan übrigens nie sehen. Das kann ich schon mal spoilern. Also bis zum heutigen Datum hat man es zumindest noch nie gesehen. So, da müssen wir wohl runter. Hopp. So. Okay, da brennt irgendwas und da haben wir eine. Huch, warte jetzt gerade. Eine Tasche. Näher untersuchen, da ist aber was drin. Führerschein. Führerschein, okay. Sonst noch hinter etwas? Nö. Dann schauen wir mal ins Inventar. Oh, da haben wir die E-Mail von Mia. Ein Ausdruck einer E-Mail von ihrer Frau Mia, die seit 3 Jahren vermisst wird. Die sehen wir uns mal an. So sieht Mia wohl aus. Von Mia Winters, gesendet am Dienstag, 18. Juli 2017, 23.04 Uhr an Ethan Winters. Ah, Dalvey, okay, Louisiana, Baker Farm. Komm und hol mich. Okay, wir befinden uns wohl auf der Baker Farm. Sehr kurz und knapp, die E-Mail, man sieht sich auch. Sonst ist da nichts mehr, okay. Hm. Und, was ist da? Führerschein, Mias Führerschein. Er ist mit einer seltsamen schwarzen Substanz überzogen. Okay. Aber sonst sieht man hier nichts. Mhm. Die Größe kann man dann auch irgendwie lesen, okay. Und sie stammen wohl aus Texas, ursprünglich. Gut, sonst kann man da nicht so wegwerfen, will ich es nicht. Objekt benutzen, Objekt kombinieren, okay, na gut. So viel dazu, gehen wir mal weiter. Hier haben wir wohl wieder ein Haus, wie schaut es eigentlich auf der Karte aus? Okay. Ah, okay, die E-Mail haben wir jetzt in den Akten. Das wird doch öfters passieren, dass ich aus Versehen ins Hauptmenü komme. Dafür entschuldige ich mich schon mal. Ah, meine schöne Hollywood-Schaukel. So. Da können wir eh nichts machen. So. Gut. Und hier geht's wohl rein. So, noch ein letztes Mal noch, warte mal ganz kurz, das muss ich jetzt noch ausnutzen, ins Tageslicht raus, ein letztes Mal noch in den klaren Himmel sehen, das Tageslicht genießen, so, weil ab jetzt war es das mit der Sonne, ab jetzt wird's finster. Und let's go. Let's go. So, zum Glück haben wir Taschenlampe. So, da sind wir jetzt im Gästehaus, im Erdgeschoss. So, leider, das ist das Einzige, was ich ein wenig schade finde, ist das hier nicht so, dass die Räume, boah, was war das schon für ein Geräusch, geht schon mal gut los, dass die Räume hier nicht blau oder rot angezeigt wird, je nachdem, ob man hier alles gefunden hat oder nicht. Das heißt, wir schließen, okay. Wir müssen hier uns wirklich ganz genau umsehen. So, was haben wir hier? Da haben wir, das klappt nicht, einen Schrank, der zugekettet ist. Das bedeutet, da brauchen wir da wohl einen Bolzenschneider oder sowas. So, dann, Kaklaken. Wir gehen ganz systematisch durch. Wie gesagt, ich werde mich da ganz genau umsehen. Okay, das Wasser haben wir mal abgedreht. Da hat schon sehr lange keiner mehr einen Abwasch gemacht. Mir schaut es in der Mikrowelle aus.
Da ist ein Rabe drin, okay. Da hat wer was gegen Vögel. In den Kühlschrank will ich eigentlich nicht hineinschauen, aber... Schon wegen eklig. So. Gut. Sehen wir uns hier noch um. Kann hier nicht verwendet werden. Dieser Schrank, diese Lade ist verschlossen. Können wir noch nicht öffnen. Dafür können wir diese öffnen. Da ist ein Foto. Erkennt man aber nicht recht viel, außer dass hier rechts ein kleines Mädchen zu stehen scheint. Sonst sieht man hier nichts. Hinten steht auch nichts. Okay. Gut, was haben wir hier noch? Oh, Mist! Mist! Ja, das kannst du laut sagen. So, haben wir hier noch. Ende Zeitung. In 2 Jahren mehr als 20 vermisste Personen, okay. Dalve Daily, okay. Ghost. Sighted in Bayou, okay. Over 20. Ah, da 20 missing in 2 years. Okay. Das ist halt die Frage, wie groß dieses Dorf oder diese Stadt ist. So, na gut, dann hätten wir hier alles mal. Was war das nochmal? Haben wir es irgendwie? Warte mal, T-Legende. Ah, das ist ein kleines Schlüsselloch. Alles klar, gut. So. Gehen wir uns hier mal um. Da ist auch so Mist, nichts drin. Okay, lass die mal offen. Da gehen wir später rauf. Erst einmal hier unten alles durchsuchen. Da geht nichts. Da ist eine zugenagelte Türe, okay. So, hier noch irgendwas? Nö. Okay. Gut, da haben wir 2 Türen, wir gehen mal da rein. Da ist ein funktionierender Fernseher. Also zumindest hat er Strom. Das ist schon mal seltsam. Okay, so, was haben wir hier denn? Hier haben wir eine Frau. Das könnte mir sein. Aber das erkennt man hier nicht. Und hier haben wir... Okay. Da steht irgendjemand und dahinter sehen wir Füße. Also da liegt jemand dann. Hm, okay. So. Hier brauchen wir wohl eine Sicherung. Mhm. Für. Ah, okay. First floor, second floor, third floor und für die Stiegen fehlt uns die Sicherung, okay. So, dann spielen wir mal am Klavier. Oder auch nicht. So, hier ein schönes Bild. Hier brauchen wir wohl eine Kassette. Das ist keine Videokassette, das weiß ich. So, haben wir hier noch. Noch ein Foto von einer Zelle, so wie es aussieht. Okay. So, das hier Foto da hinten haben wir uns schon angesehen. Haben wir hier noch. Das sind wohl die Eigentümer. Okay. Aber noch. Wahrscheinlich jünger noch. Eben das Foto schon schwarz-weiß ist. So. Gut, dann gibt es hier aber sonst nichts mehr. Können wir hier mal raus. Eventuell mal da durch. Aber da geht es nicht durch. Okay, die Tür ist verschlossen. Dann, ja. Müssen wir hier wohl eh die Stufen raus. Nicht raus, sondern rauf. Okay. Das bringt uns wahrscheinlich noch nichts. Keine Reaktion, genau. Weil wir ja die Fuse, also die Sicherung, noch nicht haben. So, okay, und hier können wir das erste Mal abspeichern.
Also hier sind das keine Schreibmaschinen, sondern solche Tonbandgeräte. So, dann speichern wir mal ab. Neuen Speicherplatz, ja. Sehr gut. Und hier haben wir die Kassette Verfallenes Haus. Okay. So. Bis dahin habe ich es getestet und ab jetzt ist es eine Blind, aber ich glaube kaum erinnern, wo was passiert. Kurz im Inventar schauen. Eine Videokassette, die Aufschrift lautet Verfallenes Haus Dalve, 1. Juni. Muss ich das noch ansehen irgendwie? Okay. Einfach nur Videokassette. Gut, dann sehen wir uns das mal an. Und hoffen, dass jetzt nicht schon was passiert. Ah, dann nicht rein, sondern da rein. Okay, ja. Liegt da ein Kamin oder irgendwas? Nö, okay. Na ja, gut, dann schauen wir mal. Hast du diesen Typen her? Mach mal halblang, Pete. Hey, ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. So. Ja, wir sind der jetzt... Der neue Typ? Ich sehe es nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Wir sind jetzt im Videotape und können uns hier jetzt frei bewegen. Erst einen Rundgang im Inneren, danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewergators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Sewergators, das sind ja glaube ich die, wo wir den Van davor gesehen haben. So, den Dietrich, den übersieht man hier sehr leicht und den braucht man. Sonst kann man das Spiel nicht zu 100% durchspielen. So. Okay. Projektvorschlag, ein Planungsdokument eines Amateur-Videoteams, das sich Sewergators nennt. Sewergators, genau, das haben wir gesehen. Nur da sind nur da die Notiz drauf standen. So. Na gut, also das sind... Ist hier wohl so ein Amateur-Geisterjäger-Team und wir... Laufen wir? ...gehen jetzt in dieses Haus rein. Okay, los geht's. Wo wir eben jetzt mit Ethan gerade drin sind. Mach mal Platz da. Verschlossen. Nach dir. Warum sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Worum geht's hier, André? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Herr Clancy, mach davon Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Ach, Mist! Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Oh, Scheiße. Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl, das wäre ein toller Hintergrund. André, was meinst du? André? André! André! Oh. Clancy, weißt du, wo André hin ist? Nö, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich gleich diese Schublade hier aufmache.
Errungenschaft freigeschaltet, Schlüsseldienst. Ah, das war... Das ist okay. Ich hoffe, ich habe jetzt da keinen Blödsinn gemacht. So. Geist im Bayou gesichtet. Ah, das haben wir, glaube ich, auch gelesen. Da scheint auf jeden Fall noch alles relativ frisch zu sein. Das schaut nicht mehr so frisch aus. Wo ist er? Echt unglaublich! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy, du bleibst bei mir. Okay. Und jetzt? Ich schaue trotzdem noch mal kurz darauf, ob es da was gibt. Nee, da ist gar nichts. Ah, alles klar. Komm schon. Was war das denn? Hast du es gehört? Ja. Andre! Zum Teufel ist er! Keine Ahnung. Andre, wo bist du, Mann? Was zur Hölle? Soll das ein verdammter Witz sein? Oh. Okay, neuer Plan. Wir finden Andre und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Mhm. Das sind wohl die Leute, von denen Andre geredet hat. Also Jake und Margaret Baker und Shane haben zwei Kinder. Komm gleich. Wir werden kurz... Okay, auch diese die Tür ist hier auch zu. Und hey. Gut, dann... Das ist neu, aber jetzt wissen wir dann, wo wir mit Ethan weiterkommen. Du zuerst. Brauche eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Ja, super. Also, du zuerst. Ja, ja. Was siehst du? Was ist? Andre? Andy? Oh. Oh, ganz klar zu sagen. Aber wie ist es, wo es weitergeht, aber es will ich doch noch mal ganz kurz zurück jetzt.